wunderbar. Das hat wirklich funktioniert an so einem richtigen Tag mit total heftigem Scheißwetter. Es regnet in Strömen, du siehst eigentlich kein Wild. Das war das erste Rudel, das wir heute gesehen haben. Jetzt hat es doch noch geklappt. Wir haben uns auf eine Entfernung von vielleicht 400 Meter rangepirscht, bis auf 150, 160 Meter und haben dann hier aus dem Rudel dieses wunderschöne Tier, dieses Rotkalb, erlegen dürfen. Kann man nur sagen, danke Diana, dass du uns dieses Weidmannsheil beschert hast. Es war sehr spannend gewesen. Das Tier zog langsam, zog auf den Weg. Das Alttier war schon über den Weg drüber. So konnte ich dann in Ruhe, aber doch in Aufregung, wie das auf der Jagd häufig so ist, einen Schuss anbringen. Ja, der sitzt genau auf dem Blatt. Das Tier war sofort tot. Ist nach dem Schuss noch 20 Meter gegangen, hat die sogenannte Todesflucht absolviert. Ja, und jetzt bin ich dankbar, dieses mächtige und wundervolle Tier erlegt zu haben. Jagen ist was richtig Geiles. Jagen macht richtig Spaß. Wir haben hier gestern auch einen Wolfsriss gefunden, also ein Kalb, das vor ein, zwei Wochen von einem Rudel Wölfe wohl gerissen worden war. Und es ist schon beachtlich, dass die Wölfe das überhaupt hinbekommen, ein so hochläufiges Stück Wild, das so schnell ist und so gut äugen kann, überhaupt zu erbeuten. Das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wölfe sind wirklich die perfekten Jäger. Hier in dem Revier ist Rotwild genug für alle da. 25.000 Hektar mit einem Jahresabschuss und 500 Stück Rotwild, davon 80 Hirsche. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl, finde ich. Oh. Heute ist der letzte Tag in der Oberförsterei Cebellino. Und jetzt haben wir kurz vor Schluss im allerletzten Pirschgang dieses Stück Dampel hier erlegen können. Perfekt. Nach einer schönen Pirsch, nachdem wir einen Rudel von 60 Stück Rotwild vorhatten, das uns zwei, dreimal richtig verarscht hat. Das ist jetzt der krönende Abschluss des Tages. Ein Stück Dammwild, das mit einem guten Schuss schön vorne im Blatt auf der Strecke liegt. Oh, wunderbar. Ganz schön stark. Jetzt bin ich doch richtig happy. Was ein wunderschönes Tier. Freude, sowas erlegen zu dürfen. Kann man echt nur sagen, danke Diana. Blick nach oben. Danke, dass du uns so hold gewesen bist. Es ist immer wichtig, sich bei Diana zu bedanken.